Und da bin ich wieder. Und jetzt gibt's Rache an den Typ mit seinem Ibitak. Boah, die zerlege ich jetzt. Dieses Mal habe ich ein fittes Team am Start. Na gut, der Bass ist zwar so schwach, aber der wird mit dem Habitak auch fertig. Nur wem schicke ich ins Ibitaki? Der hat einmal so ein Vulkano, der einmal stärkstes ist, aber... Wer was? Eigentlich bin ich in Spitznamen-Game so schlecht. Denn die einzige Pokémon-Edition, wo ich freiwillig Spitznamen gebe, ist die schwarze 2. Wo ich und mein Bruder die schwarze und die weiße 2 zur selben Zeit gekauft haben, genauso wie wir es auch mit der schwarzen und weißen gemacht haben. Moment. Na, war doch richtig. Und naja, da will meine Viecher halt alle dämliche Spitznamen geben. Das Akami heißt Wuffel. Dann Dudo, jetzt gibt's Rache. Dann mein Voltula heißt Spider, mein Brokkolos heißt Fettwanst. Mein Slamok heißt... Keine Ahnung, weiß ich nicht. Warte, ich hab die schwarze 2 schon lange nicht mehr gespielt, also ich kann ihn lassen, hier raus. Los Zubat, jetzt machen wir die fertig. Los, besser mit dem Haufen. Du hast ja nicht umsonst besser, aber es könnte sich zahlen. Lieber einen auf Reserve machen, einen auf Sicherheit. Mit Konfusstrahl. Los, Bass. Ja, jetzt ist der Bass auf einmal schnell, aber naja. Und. Yes. Gut gemacht, besser. Noch einmal, yes. Gut gemacht, besser. Und was kommt jetzt? Ja, jetzt kommt das Ibitak. Ihr könnt Weiterentwicklung gegen Weiterentwicklung. Ibitak gegen Arbok. Aber naja. Und bis Arbok mit einem Ibitak fertig wird? Ja, wird's. Ich glaube an Arbok. Ah, und man hört wieder meinen Stuhl, was? Aber ich muss mich richtig hinsetzen. Arbok! Nur Spass! Und wenn ich zwischendurch immer so hust, nicht nur in dem Video, sondern in meinen anderen Videos, jawohl, vergiftet. Dann liegt es daran, dass wenn ich so viel rede, dann ist mein Hals bald einmal trocken. Und da ich zu viel bin, um aufzustehen und mal was zu trinken zu nehmen, muss ich immer kurz einmal husten, so aus Trockenheit oder so. Ja, als Arbok macht der Siebetag fertig. Na? Gib ihm den Rest mit Giftstachel. In die Haxen gestochen und Ibitak ist tot. Was ist jetzt davor? Ja, nur ein Habitak. Ja, ein Vulkano. Jetzt hast du überlegt, ob ich Nerd ersetzen soll, aber mit Metronom ist man doch ein bisschen zu riskant gegen ein Habitak. Wenn es bloß ein Doppeltick war, dann würde man vieles leichter tun. Und dann würde es auch mehr aushalten. Los, nochmal, vernichten! So. Ma, das Level Up hätte es mir wenigstens noch schenken können. Ups, ich bin bruch gelandet. So, da müsste irgendwo ein Item sein, ja. Und das ist... Sonderbonbon, nicht schlecht, danke. So, und jetzt geht's nochmal gegen B-Göre da. Was hat denn der noch geschwind? Ach, was soll's? Der Bass wird schon damit fertig. Jasmin ist der eine Erläuterin. Ich werde sie hier zurückbringen. Keiner kann mich stoppen. Also soll sich nur besser. Keiner sollte sich mir in den Weg stellen, das hat's gesagt. Göre Conny. Meryl. Du magst mit einem Meryl gegen einen Stalos antreten. Ja, ich weiß, Spoiler, aber die Jasmin kennt sowieso jeder. Obwohl Stalos eine beschissene Spezialverteidigung hat. Und in der Platin-Edition wollte ich mir schon ewig lange einen Stalos zulegen, hab's aber bis heute nie gemacht. Das muss ich irgendwann einmal nachholen. Musik hat mir Download ist gerade bei 29% auf dem Blubstrahl. Kann das doch jetzt jeder oder was? Und dann noch so stark? Nö.
Der Noob, der regelt es schon. Naja, jetzt war Nachtnebel klein. Jo, nicht mehr verwirrt. Und Walzer. Weißt wo ist da? Seitdem er Nachtnebel gelernt hat, ficht auf einmal eine. Naja. Noch einmal. Ich brauche mindestens noch einen Nachtnebel. Aha, daneben, lala. So. Und ich merke gerade, es wird ziemlich finster da. Und gehst auf noch, was man so hasst, das klappt gar nicht. Die Jahre ist so. Jo, wissen wir, bla bla bla, jo. Lass mich in Ruhe. Jo, wissen wir. Ich meine, das ist zwar logisch für Sommer, dass es warm ist, aber dass es auf Nacht auch so heiß ist, boah. What's this? Äther. Toll. Der ist jetzt zwei Quarkputzis und noch irgendwas. Ich meine, irgendwie ist der Besser voll schlecht, ich muss noch extra Training für den einlegen. Ja, da ist Abok gleich das Level erreicht. Abok-Zeit. Na. Seela. Na, was heißt das jetzt? Das liegt mir auf der Zunge. Matrosen, das war's. Matrosen sind nicht ganz stark. Wie bist du? Eigentlich sollte ich es wissen, so oft wie ich Seela umgeschaut habe. Wobei, es gibt Leute, die das 10, 11 Mal oder wer weiß wie oft mal geschaut haben, durchgehend. Und ich meine, hallo? Wie man sozusagen 2000 Seela Mund vorhin schaut. Also ist das nicht ein bisschen übertrieben? Ich meine, über einen gewissen langen Zeitraum hinweg verteilt, ja. Aber, jawohl, zweimal zurückgewichen. Aber ich habe Sailor Moon bisher nur, ich glaube, dreimal oder so komplett von Anfang bis Ende geschaut. Aber auch nicht durchgehend, schon mit ein paar kleinen Pausen dazwischen. Aber trotzdem. Jawohl! Aber okay, recht Level 23. Achso, der hat die nur Aquaputzi. Scheiße, das hätte der Nerd auch machen können. Oder? Noob, Nerd, wieder Katzen? Ja, Nerd. Ach, den will ich als nächster kämpfen lassen. Moment mal, ich habe ja Tränke mitgenommen. Das hätte ich jetzt fast vergessen. Ihr kommt's auf da. So. Der Besser kann doch wieder mitviechen. Aha. Obwohl, ich glaube, der nächste ist jetzt der Mascholle. Da ist der Beiß eigentlich nutzlos. Du da. Ich will heute mit Yasin kämpfen, aber sie ist eigentlich da. Also, wie wär's mit dir? Was? Matrose Ernest? Was sind das für seltsame Namen? Ja, Mascholle hätte recht. Okay, das Mascholle hat keine Chance gegen mich und ich habe keine Chance gegen das Mascholle. Hey, was für ein Kampf? Ein Käfer ist nicht effektiv, Unlicht ist nicht effektiver und Kampf ist doppelt nicht effektiv gegen Besser. Ja, und Fußkick erst recht nicht. Wenn das so wie in der vierten und der fünften Generation war, dann hätte Fußkick wahrscheinlich nur Alem oder so abgezockt. Oh, das kann sie zahn. Nicht mehr verwirrt, klar doch, das ging schnell. Los, noch einmal. Zum Glück hat Kung Fu Strahler 100%ige Verwirrungschance. Tiefschlag geht aber auch ganz. Tiefschlag, sag ich schon. Fußkick geht aber ganz schön oft daneben. Boah, das kann dauern. Okay, dafür hätte ich jetzt gerne die Fußspieltasten belegt. Aber na, das müsst ihr jetzt auch tun. Das muss immer jetzt auch tun. Los doch, jetzt mach es mal schon fertig. Das kann doch nicht so schwer sein, man. Du fliegst an, beißt einem voll in den Nacken, im Oberarm, in die Schulter, in Hax. Du beißt einem überall hin. Und das Mascholo merkt es gar nicht. Ich meine, gut, du kannst das Viech noch so viel Muskeln haben, aber. Trotzdem, Critical Hit. Das war ein Crit. Aber wenigstens zurückgewichen. Und jetzt hau die noch einmal selber. Yes.
Aus grimmendem Abschluss hat er sich selber eine fressen. Was kommt jetzt? Quackbutzi. Komm schon, damit wird der Beißer auch noch fertig. Kung Fu Strahl. Achso, das Viech ist schneller. Ja, dann ist scheiße. Und dann kann ich ihn nicht zurückschrecken lassen. Und so mehr wie ich bin, ich glaube, das wären halt echt nur zwei Videos. Dafür ist das eine Video gerade von vielen Überlänge. Ja, der Besser wird jetzt zu Ende fiechen. Ich habe kurz überlegt, soll ich wechseln, aber nein, der Besser macht das jetzt. Ich habe ja noch Tränke. Also muss der Besser jetzt auch mal ein Level erreichen. Also nicht nur eine, er muss sich entwickeln. Ich meine, in der Arena hat er so gute Chancen, aber trotzdem, als Golbat ist er natürlich viel mächtiger. Hau dich selber, komm schon! Ach man. Warum trainiere ich eigentlich kein Quappo? Das hat immerhin viel Angriff. Na, ich trau dem Viech nicht. Was ist, wenn er Aquaknarre einsetzt? So. Jo, Aquaknarre, haha. Ja, hätte ich nicht überlebt. Ich weiß jetzt nicht, ob ich 8 oder 11 Frame hatte, aber selbst wenn, ich hätte es nicht überlebt. Na komm schon, weil Zubat ist sowieso schneller, sowieso langsamer als du, also nutzt es nichts. Yes, besser, ich Level 20. Und was noch? Noch einmal Scholo, nee. Nicht noch einmal der lange Kampf. Der Noob ist jetzt dran, der macht es viel schneller. Los Noob! Nachtnebel! Ja, und ich weiß eben nicht, wirklich das Rätsel davon kommen soll. Weil man irgendwie viel zu warm ist, mein Hirn schmilzt gerade. Ja, pumpt ihr euch auf, das nützt ja sowieso nichts. Ich weiß nicht, ob das man schon gesichten kann, aber. Ja, macht nur. Aber selbst wenn. Tschüss, rumgehen rein, oder? Ja, ich mache ihn leicht um noch zu Ende und dann höre ich auf, denn das ist ja. Das macht ja eigentlich auch keinen Spaß mehr so zuzuhören, wenn ich die ganze Zeit nur umeinander gehe. Ich wollte gerade sagen, selbst wenn das Mascholo Gesichter drauf hätte, Kampfattacken sind nicht effektiv auf dem Nu. Hallo? Dieses Pokémon hat den Leuchten immer beleuchtet, aber jetzt ist es krank geworden. Es bekommt keine Luft. Ich kann nicht. Kannst du in die eine Stadt da, Anemonia City, reisen und von der Apotheke eine Medizin holen für Amphi? Bitte machst du das für mich, bitte. Ja, Amphi. Ampharos. Die höchste Entwicklung von Voltilam. Ja, super Tank. Danke. Schauen wir mal, da müsste noch irgendwas gehen. Ja. Und nichts mehr. Nur wegen ein Supertrank war das. Na gut, ich hab's sowieso aufgegeben müssen wegen Ja, Umsätze fragen. Und der Hund macht trotzdem wieder Randale, ich glaube immer das. Was du mir jetzt hast vergessen, Leichtturm. Beziehungsweise bin ich gerade dabei. So. Ach, wisst ihr was, probieren wir noch einmal unser Glück. Vielleicht fange ich was Gutes. Ein Krabi oder so. Ne, 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 ich mag da jetzt was angeln. Also was anbissen. Put, 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 put. Das Angeln hätte ich mal sparen können. Scheiß Carpador. Sind nicht falsch versteckt. Ja, Count Escape. Garados ist so stark. Ich hab mehrere Garados. Mann, oh! Halt mich nicht hinter! Ach du scheiß Karpfen. Du magst das wirklich wissen, oder? So. Noch geschwind heilen. Ich schau auf die Zeit, ich schau auf die Zeit. 47, 48, 49, 50. Ich mag eigentlich nicht über 50 Minuten rauszukommen.
Was soll's, dann muss ich da schon mal einen Stopp machen, weil wir 15 Minuten haben wir. Also bis zum nächsten Mal. Pfiat euch.